Moin Leute, da sind wir wieder mit der Hof Bergmann und mit der Len zusammen und mit mir, den Kuno. Hallo. Hallihallo, ihr Lieben. So, hier waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben, genau an der Stelle. So, dann werde ich mal der Len ein bisschen unter die Arme greifen, dass sie ihr Gras vom Feld kriegt. Ne? Ja, wird ja irgendwo mal Zeit. Du, deine Hühner haben schon so einen Hunger, dass sie hier von der Straße picken. Kann gar nicht sein. Die bisschen Korn, versorgt. Was hier rumliegt, das picken sie jetzt hier von der Straße noch auf. Nein, alles gut. Die haben genug. Na, was suchen sie denn da? Na, die wollen garantiert noch ein bisschen Mais ergattern, aber da ist nichts. Mhm. Wir haben Hoffnung, dass da irgendwo ein bisschen Mais runtergefallen ist. Ach so. So müssen sie noch warten, bis der Mais erntereif ist, damit sie auch ein bisschen Mais kriegen. Aha. Freuen sie sich wieder drüber. Also kriegen sie nächstes Mal den Mais. Mhm. Ja. So, wir wollen mal gucken, wo der Sammelwagen. Da ist der andere Sammelwagen, da muss ich da hinten rein. So. So, dann schauen wir mal, wie viel die Lane da noch hat. Genügend. Ja, den Feldweg entlang erstmal hier. Den schönen Feldweg. Das ist nämlich ein Riesenfeld hier. Ja, bevor wir kein Gras mehr haben. Ja, mittlerweile müssen wir schon so einiges drin haben. Und hier liegt noch so viel. Warte mal, ich guck mal. Was ist das Gras? So, was ist das? Das ist jetzt Gras, ja? Ja, dann kann ich das da in die Heutrocknung reinbringen. Ja, mittlerweile schon 555.103 Liter im Silo drin. Mhm. Zur Aufbewahrung. Und hier liegt noch jede Menge. So, dann werde ich das mal auffüllen hier. Oh, jetzt kommen wir uns in die Quere. Den gleichen sammle ich auch auf. Dann drehe ich wieder um. Nimm den danach. Wollen wir wieder neu ansetzen. Ja. Möp. Moin. Dann nimmst du gleich die nächste Ding, oder? Ja. Dann muss ich wieder einen überspringen. Genau. Der Hänger nicht schon vorher voll ist, heißt das. Aber es sieht so aus, als ob wir das hier auch düngen müssen. Na, jetzt ist die erste Wachstumsstufe ist hier drauf, ja. Deswegen habe ich ja neulich gesagt, das wächst schneller, als ich das abmähen kann. In der Zeit, wo ich die ersten Dinger abgemäht habe, ist es jetzt schon wieder nachgewachsen hinter mir. Dann muss ich also einmal die Spritze holen hier. Ja. Oder kannst du ja auch machen, denn anschließend. Ja, kann ich auch machen. Kannst du ja Kartoffel ernten. Oh Gott. Oder du spritzt und ich ernte die Kartoffeln. Meine Lieblingsbeschäftigung. Also mit dem neuen habe ich damit kein Problem.
Wie du siehst, ist hier wirklich noch sehr viel Gras drauf. Das ist jetzt mein 10. Anhänger. Gar nicht gewusst, dass sie so groß ist. Und hab doch gesagt, es kann mit meinem Feld 19 locker mithalten. Ich habe bald die Vermutung, dass das hier sogar noch größer ist. Ich kann aber nur, wenn ich so vorkomme, weil das hier hügelig ist und weil die Seiten größer sind. Aber ich habe doch auch schon so viel eingesammelt. Dann haben wir bestimmt erstmal hier noch Gras. Ja, das reicht dann erstmal für eine Weile. Bis zum nächsten Wachstum. Bis er wieder voll ist. Da könnte man schon fast über den Winter kommen. Nee. Wenn man daran denkt, dass man den ganzen Kram machen muss, da noch die Misch. Zeug davon. Heu, Mischration. So verfüttern. Naja, dann eben mit dem zweiten Hänger noch. Mit dem zweiten Mal abernten. Ach, jetzt bin ich verkehrt. Wo hast du jetzt angefangen? Ich sammle hier gerade diese kleinen Verwinkelungen ein hier. Habt jetzt gerade die nächste genommen, nicht über. Ja, mach ruhig. Ja, hier diese kleinen Verwinkelungen einsammeln. Und der ist jetzt bald voll. Der erste Hänger ist bald voll. Der erste? Also meiner hier. Bei dir. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin da schon viel weiter. Oh, sehen. Ja, ich habe schon gesehen. Voll. Full. Jetzt bin ich hier tausendmal hin und her gefahren, jetzt verseht nicht mehr. Ja, nach rechts musst du. Da bist du falsch. Hä? Du bist da falsch, du hättest gleich nach rechts fahren müssen. Komme ich denn da hin? Zur Schweinezucht. Schweinezucht? Ich sage, du musst nach rechts. Ach so, da runter. Du kannst ja da auch weiterfahren und dann nach unten runter. Ach, einmal erst mal ein Stückchen auf die Hauptstraße und dann den Feldweg. Richtig. Okay. An der 13 vorbei, zur 12, rechts rum und dann gerade hoch. Dann kommt man direkt beim Silo raus. Ja, hier sind wir richtig. Ja, da bist du falsch abgefahren. Nö, ich bin hier richtig. Du hältst bis zu 12 hin. Achso, du willst ja ich will auf den Hof rauf. Hm. Im Heuschupper will ich rein. Na, ich mach das gleich alles im Silo. Von da kann man sich das dann neu holen, was man braucht. Für das, was man dann daraus machen will.
Das dauert doch wieder bis Ewigkeiten, bis dein Hänger leer ist. Ja. Na toll, da hast du mir ja viel geholfen, ey. Ich sitz fest. Verdammt. Bin zu dicht rangefahren. Hä? Oh, nee. Ich sitz fest. Haha. Kommt davon. Was heißt hier? Kommt davon. Weil du mir nicht helfen tust. Den einen Anhänger voll. Na, soll Pippi Langstrumpf dich rausziehen? So, was? Keiner gesehen. Ist der Popeye gespielt, oder was? Ich glaube, man muss andersrum fahren, über den Hof und dann in dem Silo rein und dann zurück. Dass man da besser rankommt. So wie das aussieht. So, jetzt muss ich da wohl erstmal noch wieder rinkrabbeln. Pass auf, dass du mit deinem Bauch da nicht drinnen stecken bleibst. Nee, der ist sogar an noch. Und da sieht das nur so aus. Was? Stecken bleiben? Mhm. So, jetzt aufpassen, dass du mit deinem Bauch nicht stecken bleibst drinnen. Gut, da starten. Trockner anschalten. So. Okay. Ist aber auch laut hier, mein lieber Scholli. Braucht man ja Gehörschutz. Universal Silo Meine Farm steht hier bei der Schweinezucht hinten. Da wo die Schweine, habe ich ihn gerade gesehen, was ist das für ein gelbes Feld? Gelber Punkt und dann bei Schweinezucht oben? Ne, da ja, wo du vorhin da warst. Kannst du noch mal was drin kloppen. Ach so. Ist von der Map Original. Hab mich bloß gewundert. Oh, was macht denn der? Ah, es liegt schon hier ein fertiger Käse. Oh. Zack. So, abgelegt. Wie sieht's bei den Tieren aus? Schafe haben wir noch. Das ist die Kuhweide, da kommt nur das Heu rein. Und Stroh. Nee, nur Heu. Draußen auf der Weide kommt nur Heuballen. Und Wasser. Und Wasser. Ja, Heubein hast du ja erstmal noch einiges. Die Kühe brauchen bald Mischration und Gras. Ne, Gras haben wir ja genügend. Dann kann ich bei den nächsten Hänger. Aber was ich finde, ist, dass dieses für Silage herstellen, dieses Teil da, ne? Da geht eindeutig zu wenig rein und es dauert zu lange. Da würde ich lieber wieder den Tank auch benutzen, den wir bei uns auf dem Server haben. Das kann Schwierigkeiten geben hier, wenn man den hier hinsetzt. Ja, das dauert einfach zu lange. Und da gehen nur zwei Hänger rein. Ja, wenn man den aber anmacht und wartet, dann ist der ruckzuck durch.
Den muss auch anschalten, ne? Das ist mir klar. Bloß wenn du die Map ausmachst, dann schaltet er sich automatisch wieder aus. Ja, das ist, ja. Mhm. Oh, mein Hänger ist leer. Ja, dann sieh zu, dass du hier noch ein bisschen was mit einsammelst. Jo, bin schon auf dem Weg. Also beim Ausköppen erst über den Hof und dann im Silo Becken rein und dann Rauch ausfüllen. So. Ist fast geschafft. Dein Trecker wird wahrscheinlich noch voll. Mhm. Also dein Anhänger. Mein Trecker? Ja, dein Anhänger. Ich weiß ja nicht, was der getrunken hat. Der Trecker. Kannst du nicht sagen, dass der Trecker voll ist? Voll. Doch, der hat Met gekriegt. Met? Mhm, schönes warmes Met. Kann man auch kalt trinken. Nee, Met trinkt man eigentlich warm. Ja, aber man kann auch den kalt trinken. Als Likör. Mhm. Und da bin ich. Gerne, noch sammel mal den Rest ein. Wo bist du denn hin? Ich habe hier noch ein paar Fusseln aufgesammelt. Was, das Feld endlich leer. Mein Gott, lange genug Garten dran gehangen. So, dann nehme ich die Spritze und jauch da einmal drüber, ne? Ja, wenn es noch geht. Und dann mal ganz kurz nachgucken, ob er es auch angenommen hat, weil ich weiß nicht, ob es als Wiese ausgelegt ist hier. Wenn es als Wiese ausgelegt ist, dann geht das Düngen natürlich nicht. Aber wenn es hier als normales Feld ist mit Gras, dann geht das. Dann, also es sind Unterschiede zwischen angesätes Gras und Rand zu erkennen. Also das ist nicht eins. Muss man ein ganz kleines Stückchen machen. Ich gucke. Und dann mal gucken, ob es annimmt. Es zeigt ja auch an, dass nicht das Feld pflügen muss. Also werde ich das ja wohl auch düngen können. Vielleicht, ja. Da oben auf dem Berg noch irgendwie ein Streifen? Nee. Sollte eigentlich soweit alles. Ja, dann werde ich den Rest mal gleich bei der Kühe noch reinkippen. Mhm. Ist ja nicht viel, was ich jetzt hier noch aufgesammelt habe. Also erst die Hauptstraße lang und dann den Feldweg. Oh, bin gleich da. Ja, ist das schön für dich. Was machst du da? Den Anhänger dahin stellen. Bei dem unterm im Silobecken rein. Zu spät, jetzt habe ich ihn hier drin. Passt doch noch hierher. Sogar mit Trecker. Mhm. So.
Oh, weia, die Spritze braucht erstmal. Muss erstmal befüllt werden. Ja, hier oben bei der Kühe an dem großen Silo. Ach, geht noch nicht mal alles drin. Ja, wir brauchen hier nicht viel Gras denn. Und was ist das hier, was hier bei diesem Holzunterdachung steht? Was ist da drin? Holzunterdachung? Na, hier, wo die Spritze steht. Das ist leer, da kannst du was reinfüllen. Ach so. So, jetzt fahr ich mal so rum, mal sehen. Die Kühe, wo war das denn? Ja, das geht besser. Ach, hier. Der große Silo. Muss erstmal raufkommen hier. So. Ja, ist noch an. Das hier? Das große, ja. Junge, das geht ja schnell. Boah. So, liebe Leute, bleibt man das stehen. Dann machen wir ihn nochmal draus da aus deiner Hütte. Nö. Na, jetzt wird nicht gehupt, ja. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder heute. Von der Hof Bergmann mit der Lehn und mit dem Kuno zusammen. Ich hoffe, es hat für euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Kleiner Hinweis noch, die Porta Westfalica wird erstmal eingefroren, eingestampft, wie auch immer. Wenn ihr vielleicht Vorschläge habt, welche Map wir bespielen sollen, nach eurer Meinung, was euch so gefällt, könnt ihr das ja mal gerne mal vorschlagen. In die Kommentare das mal reinschreiben dann, ne? Müsst ihr nicht, könnt ihr. Nur wenn ihr Lust habt, ne? Ansonsten sagen wir dann jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.